Und nun, Mindbreaker behalten oder nicht? Im Druiden ist es eigentlich eher so semi. Ja. Richtig, richtig. Oh Mann. Oh, er hat auch alles neu gezogen, okay. Ja, danke, danke, danke. Also Bugs, du sollst diese Karte zurück in dein Deck mischen, nicht oben drauf legen. Mann. You wanna buy a funnel cake? Shotgun. Da hat einer beim Mischen irgendwie gefudelt. Oh, damit kann ich leben. Ja, Attacke oder den Einfriere? Attacke. Obwohl, ja doch. Job's done. Attacke. Obwohl er könnte auch 4 Mana und auch Prankenhieb haben, ne? Ah, verflucht. Ja, Kopfnuss, oder? Ich bin dafür. Ich bin ziemlich dafür. Der kommt aber eh gleich wieder. Aber wir haben schon mal was gemacht. Und wenn er nächste Runde wiederkommt, kriegen wir ihn vielleicht mit dem Swipe und dem Dagger weg. Jo. Windfury! 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 Oh no. Crackling Shield oder Leben oder Pflanzen, das ist alles nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen das Crackling Shield, ne, für den Jo. Notfall. Jo. Dieses Ding ist total überzogen, ne? Das ist eigentlich ziemlich krass, das Vieh. Okay, darauf sind wir vorbereitet. Warte Könnten mal, wir sogar jetzt könnten, Vorhersagen spielen, ne? könnten Preparation spielen. Warte mal, kostet 3 weniger. Dann kostet der Swipe nur noch einer, dann haben wir noch 4 über. Oh, ich finde es eigentlich gut, oder? Ja, denn den Saronit, Zwangsarbeiter, Ja, Sport, Sport. genau. Justice is mine. Oh, Helden Wir finde ich dürfen geil, oder? zweimal. Ja, aber ich würde die Helden, also kann ich das Ziel von Zauber- und Heldenfähigkeit nehmen, werden, würde ich sagen, oder? Ja, ich bin auch dafür. Verstohlen halt. Job's done. Das ist eklig. Warum ist eigentlich noch nicht Turn 7? Wenn wir mit dem nicht angreifen, dann ist er wieder entfrostet nächste Runde. Also theoretisch können wir einfrosten und den Mindbreaker machen oder wir nehmen den Auktionier? Auctioneer. Aber der Auctioneer gefällt mir eigentlich nicht so. Nee. Okay, warte mal, wir machen jenes. Freely. Den dahin und Freely. den dahin Justice und is den mine. dahin. Jetzt kriegen wir Freely. unseren Dagger aber nicht wieder. Wisst ihr, das ist auch total witzig. Wenn du den nicht benutzt, dann zählt das Einfrieren nicht über die nächste Runde hinaus. Das wusste ich aber auch eine ganze Weile lang nicht. Das ist aber ziemlich fies, muss ich sagen. Ja, aber du hast ihn ja auch nur du hast ihn auch die eine Runde nicht benutzt, ne? Wir hätten ja auch zweimal irgendwo draufhauen können. Ja. Wäre damit Ich bin mir sicher, auch dass er gar nicht. zwei Runden eingefroren wäre. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das gut war oder nicht gut war. Also theoretisch muss er jetzt auch nur.
nichts machen, dann können wir ihn nicht benutzen. Es sei denn, irgendwas bleibt mit. Also am liebsten hätte ich ja den Bone mehr auf den Typ, weißt du? Aber dann kann sein, dass wir nicht durchkommen durch die Taunts. Also die Arbeiter, die können wir jetzt nicht nutzen, ne? Richtig. Richtig, die sind eingefroren. Mhm. Ach du dickes Ei. Okay. Eine hier, die Frostreiterin auf so einen Skarabäus und dann mit dem Bogenschütze? Oder willst du lieber das Knochenrost nutzen? Ich glaube, ich würde das Knochenrost nutzen und hoffen, dass dieser Kollege einfach irgendwie überlebt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den besten Schrott damit wegbekommen. Oder du gibst einfach auf. Das geht wahlweise auch. Manche von diesen Moves sind auch echt ultra böse, ne? Ja. Oh, wir sind bei 11 Wins. Ja, komm, den letzten machen wir auch noch. Ich meine, der hatte noch nicht verloren, ne? Nee. Boah, ich denke, nee, doch, du hättest mit den ganzen Einheiten sein ganzes Board clear machen können. Na, ich war mir da noch nicht ganz so sicher. Ich hatte noch nicht durchgezählt. Puh. Du weg. Okay. Das Ding verfolgt uns. Bin ich gut? Ja, aber ich glaube jetzt, ne, also so viel Glück kann man einfach auf Dauer nicht haben. Ich bin ein bisschen dazu geneigt, den Dolch zu ziehen und nächsten Turn den Einfrierer zu spielen. Andererseits kann es auch nach hinten losgehen. Ach komm, nee. Vielleicht kriegen wir aber so einen Frostbolt getriggert. Ja, habe ich auch. 3 Mana, Alter. Okay. Der ist tot, der wäre tot. Das ist alles semi. Wir können natürlich hier den Argent Squire nehmen und den Defias Fuzzi. Oder wir hauen ihm ins Gesicht und spielen den Frostreiter. Aber den kann er uns dann auch wegpingen. Keine Ahnung. Ich mach mal das hier. Wollen wir den jetzt angreifen oder eher nicht so? Ich würde sagen, ihn direkt ins Gesicht. Meinst du? Ich finde, von den Minions bleibt nicht mehr viel über dann. Ja, dann. Der, ey, gefühlt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einen kann er wegpingen oder kann er es für 3... Au. Oh. Okay. Ja, pfiffig. Er hat viel mehr Karten als wir. Ja. I'm the red. 5-1.
Justice is mine. Job's done. I sense you. Ganz eklig, ganz eklig. Ich glaube, diese Runde sehen wir nicht so gut aus. So. Ma, wäre zu schön gewesen, ja. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend verfluchen. Ja, ist klar. Ist klar. Uncool. Okay. Du musst weg. Dann Dagger und mach dir den Geist brechen. Besser habe ich es nicht hingekriegt. Molten Reflection, so, so. Wie viel heilt der Heiler? 2. Justice is mine. For Nazata. Job's done. Was so schlau war, den Einschaden? We must cleanse the sun. Nein, warte nicht. Vielleicht aber auch doch. Ja, war klar. Du kommst wie gerufen. Wir sind noch nicht tot. Wir sind nur fast tot. Alter. Kennst du den? Den kenne ich jetzt noch nicht. Jetzt kenne ich den. Lies du das mal durch, ey. Alle seine Minions haben jetzt, Oh. Oh, 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 oh. Okay, das eröffnet wieder Möglichkeiten. Doofe Frage. Wählt eine befreundete Diener und ruft eine Kopie davon herbei. Wenn du jetzt den Buffs, in den Geistbrecher mit dem schnellen Goss und danach nächste Runde den Mast, das Ding ist geschmolzen, kommt dann da auch eine gebuffte Karte raus mit Sport? Das sollte, glaube ich, ja. Ich meine, wir könnten jetzt uns noch mehr Karten wünschen, ne? Ja, wir könnten, ja, doch, mehr Karten wäre, glaube ich, am sinnvollsten, oder? Und welchen davon duplizieren wir jetzt? Den Auktionär? Meinst du? Ja. Aber der hat so wenig Leben. Ja, dann den, ja, den Taunt, der hat ja auch nicht viel mehr Leben, ne? Weil hätten wir jetzt den Auktionär gedoppelt, dann hätten wir jetzt mit dem nächsten nochmal 2 Karten ziehen können. Also ja, aber da wusste keiner, dass da ein Spell bei rauskommt, Lan. Ja, stimmt schon, ne? Nein!
Alter. Nein, damit rechnet doch keiner! Menho, was soll das? Da rechnet doch keiner mehr mit! Der hat immer noch 7 Mana, das gefällt mir überhaupt nicht. Soll man eine neue Karte ziehen, alleine mit Preparation? Ich überlege auch wenn's, gerade. Auch wenn es nichts bringt. Nächsten Turn ist der tot. Ja, dann auf jeden Fall. Ich bin versucht, den MC-Tag zu hauen. Ja. Warte mal, der muss den da rein, der muss den da rein tun. Ich bin versucht, den MC-Tag zu hauen. Oh Gott, wer weiß, was der gezogen hat. Das ist auf Messerschneide hier gerade, Alter. Okay, sowas ähnliches habe ich mir gedacht. Nicht so schön. Na, was gibt's denn hier? Okay. Was wollen wir denn davon? Naja, ein Card Draw wäre schon mal auch nicht schlecht, oder? Ja, ist auch nur ein 4-5er, aber theoretisch finde ich Card Draw ist jetzt echt ultra wichtig, ne? I wonder. Ist auch noch ein Taunt. I must remain hidden to remain free. Witzig wäre es gewesen, hättest du jetzt deinen Drachen gezogen, ne? Sogar ja. 2 Karten bekommen. Ja. Frage ist, was machen wir denn jetzt damit? Okay, also der muss sowieso dahin. Und nehmen wir den Elven Archer auch noch? Ich würde den erst warten, würde ich sagen. Okay. Okay. Ach, ekelhaft. Justice is mine. Tja, Lan, meinst du, der kriegt noch was Dickeres, oder? Also bei dem ist mir ja, es kann alles möglich sein, aber... Ich überlege gerade, was wir noch so haben. Wir haben auch nicht mehr so richtig viel Zeug auf dem Schirm. Ah, doch, wir haben noch den Bone Dragon, ne? Nein! Alter, unfair! Ach, so einen haben wir auch noch, okay.
Justice is mine. Ei, ei, ei. Aua. Aua. Der macht uns rund. Ja. Dieser Prinz da, der all deinen Karten plus eins gibt, das ist ein echter Saftnasentyp. Ja. Wir sind in der Urlan. Kaputt. Ja, wir sind kaputt. Lightning strikes twice. Wir sind kaputt, auch wenn ich den Backstep vorher gespielt hätte, wären wir kaputt. Well played. I already attacked. Well played. Thank you. Na ja, komm. Was hättest du bei 12 Siegen bekommen? Ja, du kriegst einfach nur noch ein Paket mehr. Also jetzt habe ich hier 4 Päckchen gekriegt und 205 Gold, ein Kartenpack, 80 Staub und eine dumme Karte. Das war eigentlich ziemlich... Moment. Das ist eine Legendary. Ich habe eine Legendary-Karte gekriegt. Welche? Für 11 Siege. Den Swamp King Dread. After your opponent plays a minion, attack it. Wie viel Mana hat er? 7 Mana, 9-9. Und ist ein Beast und ist eine freie. Also gehört. Nee, Moment, oder ist das eine Hunter-Karte? Ich weiß es gerade nicht. Ich wusste gar nicht, dass du auch Legendary-Karten für Arena-Runs bekommst. War denn also eine 9-Mana-Karte? Nee, 7 Mana, 9-9 und ein Beast. Swamp King Dread hieß der, glaube ich. Okay, liebe Freunde, dann sagt uns doch mal, ob euch das gefallen hat oder ob wir das mal öfter machen sollen. In diesem Sinne, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.